Die Natur rund um Ushuaia im äußersten Süden Argentiniens war beeindruckend. Nun geht es für mich weiter, auf die andere Seite der Magellanstraße nach Punta Arenas in Chile. In dieser Folge werden wir Pinguine auf Isla Magdalena besuchen. Hallo, ich bin heute auf Isla Magdalena, einer Insel, die für ihre vielen Pinguine bekannt ist, wie ihr hier sehen könnt. Man schätzt, dass die Zahl der Pinguine, die allein hier auf dieser kleinen Insel leben, rund 60.000 beträgt. Da sich die Insel 35 Kilometer nordöstlich von Punta Arenas befindet, habe ich zunächst eine Fähre nehmen müssen, um dorthin zu gelangen. Isla Magdalena und Isla Marta liegen in der Mitte der Magellanstraße und bilden den Hauptteil des Naturdenkmals Los Pingüinos. Die Insel stellt zudem die größte Pinguinkolonie Südchiles dar. Der Magellan-Pinguin ist hierbei mit 63.000 Brutpaaren vertreten. These are my new friends. Bleibt mir treu und freut euch auf noch mehr beeindruckende Natur. In der nächsten Folge machen wir eine 7-tägige Wanderung durch den Nationalpark Torres del Paine in Chile. Folgt mir auch auf Instagram und auf Twitter. Bis bald! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freunden, abonniere den Kanal und schau dir auch das letzte Video aus Ushuaia und Feuerland an.